Hallo, werte Damen und Herren, der hochqualitativen, seidigen Haarpflege. Das klingt irgendwie immer noch komisch auf Deutsch. um es kurz zu machen, dieses Video hier ist die ausführliche Erklärung für mein kleines, eigenes, kreiertes YouTube-Spiel. Was ich ja jetzt seit ungefähr ein oder zwei Monaten, glaube ich, jetzt schon auf meinem Kanal hier drauf laufen habe. Ihr kennt das ja, Gaming-Kanäle gibt es da draußen wie Sand am Meer, und ich wollte eben mit diesem Klemmspiel schauen, dass ich meinen Kanal bzw. meine Ideen in den Kanal so weit mit einbringen kann, dass er sich ja von den anderen Gaming-Kanälen so ein winzig kleines bisschen unterscheidet, damit er in seiner Art und Weise einzigartig wird. Und mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das Ganze zu gestalten, und ich hoffe mal, euch wird das Ganze auch Spaß machen. Und wie das Ganze funktioniert, wie überhaupt, was ist und was ihr zu tun habt, um an diesem Spiel mitwirken zu können, seht ihr in ein paar Sekunden. Nun denn, los geht's, yay. Also, ich denke mal, dass einige oder eher gesagt, ja, viele von euch wissen, wie so ein Gaming-Kanal aussieht. Hier mal ein Beispiel eingeblendet. Das ist jetzt mein Kanal. Ein Gaming-Kanal besteht normalerweise aus Gameplay-Videos, ein paar Vlogs und Gaming-Tutorials. Die Häufigkeit des jeweiligen Videotypen variiert natürlich von Kanal zu Kanal. Und in manchen Fällen beinhaltet der Kanal diverse mit Gameplays vermischte Events wie Wohltätigkeitsstreams und Schrägstrich oder Challenges. Normalerweise wird der Zeitpunkt, wann ein solches Event stattfindet, vom eigentlichen Kanalbetreiber festgelegt und geplant. In diesem Beispiel, ja, von mir. Yay, Gesicht. So, und genau das will ich ändern. Nicht das Gesicht, sondern, ja, die Situation. Ich möchte erreichen, dass solche Entscheidungen, wann und welche Events stattfinden, das kann im Übrigen alles Mögliche sein, also nicht nur Challenges oder Wohltätigkeitsstreams, nicht nur von mir alleine, sondern zusammen mit der Gemeinschaft getroffen werden. Und da es in der großen und weiten YouTube-Welt unzählige Gaming-Kanäle gibt, wollte ich meinen einen individuellen Schliff verpassen, um ihn ja sozusagen zu einem Gaming-Kanal plus eins zu gestalten. Vermischt man beide Ideen nun, kommt dabei Folgendes heraus. Ihr seht hier rechts oben diese kleine grimmige Gestalt oder, um es fachgerecht auszudrücken, den Boss. Dieser Boss beschützt das freizuschaltende Event und muss natürlich erst besiegt werden, bevor das Event gestartet werden kann. Wie das funktioniert und wie ihr mitwirken könnt, seht ihr in wenigen Augenblicken. Blub. Did I made it? So, hier nun die ausführliche Erklärung, wie das Ganze funktionieren wird. Tut mir bloß einen Gefallen und ignoriert diesen Gesichtselfmeter da oben in der Ecke. In den Videos auf meinem Kanal, die mit diesem Symbol markiert sind, werden nun diese kleinen Münzen zu finden sein. Diese Münzen können zu jeder Zeit zufällig in dem Video auftauchen. Also lasst uns sagen, hier ist die Zeitleiste des Videos und ihr findet die Münze bei Minute 2. Wichtig ist, der Zeitpunkt, wo ihr die Münze gefunden habt, muss in eurem Kommentar vorkommen. Das Einzige, was von euch jetzt noch zu tun ist, ist, einen zweiten Zeitpunkt auszuwählen, welcher entweder höher oder niedriger als der Fundzeitpunkt der Münze ist. Dieser muss ebenfalls in eurem Kommentar vorkommen. Das Einzige, was ihr nicht seht, und jetzt beginnt erst das eigentliche Spiel, es gibt einen dritten Zeitpunkt, und dieser ist die Grenze für den maximalen Schaden, welcher verursacht werden kann. Je näher euer Tipp an diesem Zeitpunkt ist, umso höher ist logischerweise euer Schaden. Sagen wir, dieser Zeitpunkt ist bei Minute 5. Okay, euren Tipp, welchen ihr niedergeschrieben habt, befindet sich, sagen wir, bei Minute 4. Das bedeutet, dass ihr ziemlich nah an der maximalen Schadensgrenze seid und ihr verursacht 200 Schadenspunkte. Befindet sich euer Tipp jedoch über der maximalen Schadensgrenze, wird der Höchstschaden, den ihr hättet verursachen können, durch 2 geteilt. Denkt nur dran, die Münze, die in dem Video zu finden ist, kann zu wirklich jeder Zeit auftauchen. Das ganze Spiel funktioniert also auch in die andere Richtung. Hier ein anderes Beispiel. Sagen wir, ihr findet eine Münze bei Minute 8. Die maximale Schadensgrenze, welche ihr nicht seht, befindet sich bei Minute 3. Ihr wählt nun wieder einen Zeitpunkt aus, der entweder höher oder niedriger als der Fundzeitpunkt der Münze ist, um euren Schaden zu bestimmen. Genau wie eben. Befindet sich euer Tipp jedoch über der maximalen Schadensgrenze, wird der Höchstschaden, den ihr hättet verursachen können, durch 2 geteilt. Und um die Schwierigkeit ein wenig zu erhöhen, ich bin so böse, kommt es manchmal vor, dass ihr mehr als nur eine Münze in dem Video finden könnt. Es kann dabei aber immer nur eine einzige ausgewählt werden. Damit ich am Ende weiß, wer von euch wie viel Schaden ausgeteilt hat, schreibt bitte in eurem Kommentar den Fundzeitpunkt der Münze und euren persönlichen Tipp auf.
Nachdem ein Video, in dem ihr Münzen finden könnt, veröffentlicht wurde, habt ihr noch 24 Stunden Zeit, um euren Fundzeitpunkt und euren Tipp niederzuschreiben. Klar, normale Kommentare ohne Tipp sind natürlich noch immer willkommen. Das heißt jetzt nicht, dass ihr gar nichts mehr schreiben dürft. Nach diesen 24 Stunden findet ihr im Kommentarabschnitt des gleichen Videos eine Zusammenfassung von mir, wer von euch Schaden verursacht hat und wie viel. Auf meiner Twitter-Seite wird der Gesamtschaden angezeigt, um euch schnellstmöglich darüber zu informieren, ob und wie viel der Boss einstecken musste. So, ja, huhu, okay. Das war die Beschreibung zu dem, ja, kleinen Spiel, was ich kreiert habe. Was ich vorhin vergessen habe zu sagen. Das Ganze ist natürlich eine rein freiwillige Sache. Das heißt, ihr seid jetzt überhaupt nicht gezwungen, an diesem Spiel mitzuwirken. Ihr könnt es natürlich, wenn ihr Bock drauf habt, darüber würde ich mich sehr freuen. Aber das Ganze ist immer noch eine freiwillige Sache und dient eigentlich eher mehr dazu da, dient mehr dem Zweck, dass ihr mehr Spaß habt, wir ein bisschen mehr miteinander reden oder miteinander kommunizieren und dass das Ganze eben ja eine individuelle Sache ist und dem Kanal so ein ganz klein bisschen dieses Plus 1 hinter Gaming-Kanal verschafft. Dass das ein bisschen mehr als Gaming passiv ist, sondern mehr aktiv. So in der Richtung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen dazu haben solltet, schreibt es mir ruhig anhand eines Kommentars unten hin. Ich bin gerne bereit, euch das Ganze, wenn es nicht komplett verständlich rübergekommen ist, nochmal zu erklären. Nehmt mir gerne die Zeit dafür und ja, ich sehe euch dann demnächst in meinem nächsten Video und auf mehr Videos mit Deutsch und bla. Ich komme nicht drauf klar, Mensch. Ich habe bis vor kurzem nur Englisch gesprochen. Jetzt spreche ich Deutsch. Es ist so ungewohnt, obwohl es meine Muttersprache ist. Genug gelabert. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns demnächst. Bis dahin, auf Wiedersehen. Dankeschön.